Hallo zusammen, ich habe euch heute eine sehr interessante Skatgeschichte mitgebracht, eine echte Perle, eine Partie, die sich vor einigen Jahren auf einer Landesmeisterschaft zugetragen hat. Das heißt, es ging um nicht weniger, aber auch nicht um mehr als um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Mit am Tisch Walter van Stegen, seit Jahren, seit Jahrzehnten eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Skatszene, ein Topspieler, der wenig dem Zufall überlässt, der sehr genau, sehr präzise analysiert und der dann auch noch diese kreativen Ideen mitbringt, die das Spiel so interessant machen. Von Walter haben ganz viele, mich eingeschlossen, schon viel lernen dürfen. Und er hat darüber hinaus noch dieses phänomenale Gedächtnis, weswegen ich diese Partie hier heute zeigen kann. Wenn ihr noch weitere Hintergrundinformationen zu diesem Spiel nachher haben wollt, welches Jahr, welcher Ort, wer war der Alleinspieler und wie haben die Kiepitze reagiert, sprecht auf einem Turnier mal Walter an. Der plaudert sicher gerne ein wenig aus dem Nähkästchen. Ich habe es mir dann letztlich auch nicht nehmen lassen, diese Partie als Rätsel aufzunehmen. Skat-Rätsel 65, was für ein Gedanke! Und mit diesem Titel habe ich euch schon versucht, so einen kleinen Hinweis zu geben, dass es hier um eine sehr ungewöhnliche Idee geht, ein etwas verwegener Plan. Und nichts ist ja schöner, wenn ein Plan aufgeht, oft genug beim Skat, dass du eine tolle Idee hast und die funktioniert nicht, sei es, weil die Karte anders sitzt, sei es, weil dein Mitspieler nicht mitspielt. Wie gesagt, umso schöner, wenn so ein Gedanke dann auch funktioniert. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal die Partie an. Was ist eigentlich los? Walter sitzt in Vorhand, schaut auf diese Karte, hört zunächst noch 23 von Mittelhand, die er natürlich hält. 5 Trumpf in Herz, 2 Seitenasse, eine 10 zu quetschen. Damit willst du in Vorhand natürlich dir kein 0 anschauen. Dann geht es aber noch weiter. Hinterhand greift ins Geschehen ein und irgendwann bei 30 oder 33 ist hier natürlich Feierabend. Der Spieler in Hinterhand, bekannt für eine solide Spielweise, nimmt den Skat auf, schaut rein, legt den Skat zur Seite und annonciert ein Kreuzspiel. Ja, und jetzt hat Walter, der natürlich hier 4 Trumpf dagegen hat, Karte seht ihr hier, das Ausspiel. Und da kommt schon mal die Frage in die Runde: Was könnte, was sollte, was hat Walter wohl in dieser Situation ausgespielt? Ja, die Sache ist natürlich jetzt alles andere als ganz sonnenklar oder präzise vorhersehbar. Es gibt natürlich noch so viele Möglichkeiten, wie diese Partie aufgebaut sein kann. Es gibt vor allen Dingen ganz viele Möglichkeiten, wo das auch einigermaßen irrelevant ist, weil das Spiel vermutlich sowieso nicht geschlagen werden kann. Ne? Wenn es jetzt ein sehr starkes Spiel ist, dann geht eh nichts, denn 4 Trümpfe schön und gut, aber 2 volle selber in der Beikarte ist auch meist ein wenig viel. Das kann sein, dass eben dann dem Partner die vollen fehlen, um hier zu wimmeln. Aber okay, kommen wir mal zu den Überlegungen. Walter hat sich gedacht, ja, in den roten Farben hat er eigentlich ein sehr schlechtes Ausspiel. In Karo will er noch nicht reingreifen, erstens mal, weil er befürchtet, dem Alleinspieler vielleicht dann mal eine 10 hochzuspielen und vor allen Dingen aber Ass Bild ist auch immer eine sehr unschöne Aufschlagkarte. Auf das Ass, wenn der Partner da nur eine Lusche legt, um nachher auf die Dame noch übernehmen zu können, dann ist in dem Stich womöglich relativ wenig an Augen gefallen. Und wenn der Partner da direkt 10 oder König reintut, kann er dann später die Dame nicht mehr übernehmen. Die Dame selber könnte auch noch wichtig sein. Also einfach keine Karte, die man gerne im ersten Stich oder keine Farbe, die man aus der Konstellation gerne im ersten Stich aufschlägt. Und das gleiche im Prinzip Herz. Herz ist noch schlimmer. Walter befürchtet in Herz, seinem Partner die Vollen rauszulocken, denn irgendwo muss sein Partner ja auch noch Volle haben, wenn wir das Spiel überhaupt schlagen wollen. Also Pest oder Cholera, bleibt Pik 10, langer Weg, kurze Farbe, an sich eine plausible Karte. Allerdings nach dieser Pik 10 wird wahrscheinlich der Alleinspieler rankommen, oder kurze Zeit später rankommen. Es werden ein Trumpfrunden gespielt werden und dann hängt Walter mit seinen Trümpfen wieder am Stich und muss dann doch in die roten Farben greifen. Also auch Pik 10 fand er nicht attraktiv. Ja, und dann, was bleibt dann noch, wenn es keine Fehlfarbe ist? Du kannst ja auch mal Trumpf ausspielen, ist ja nicht verboten, allerdings mit 4 Trumpf und gegen den Alleinspieler in Hinterhand doch eher ungewöhnlich. Ja, ein roter Bube dürfte zu wenig sein, denn wenn von unserem Partner eine Lusche oder die Dame nur fällt, dann kann der Alleinspieler einfach unterbleiben und damit ist die Fantasie in Trumpf dann auch schon wieder raus. Die beiden schwarzen Buben wird der Alleinspieler wohl haben. Kreuz König auch nicht so gut, denn dann kann der Alleinspieler mit der 10 im Zweifel mitnehmen, hat immer noch die beiden Trumpfstiche mit den beiden Alten. Es gibt dann hier nur einen Trumpfstich. Ja, und was bleibt dann eben noch über? Eine verwegene Idee. Walter öffnete mit dem Trumpfass. Es fiel
vom Partner die Trumpflusche und es war natürlich jetzt Tumult am Tisch. Der Partner gleich: Mensch, Walter, nicht aufgepasst, Kreuz ist doch Trumpf, ne? Denk doch mal nach, hör doch mal zu, so in der Richtung. Und der Alleinspieler freut sich schön über das vermeintlich jetzt leicht gewonnene Spiel, schnappt sich natürlich hier erstmal das Trumpf Ass mit dem Pik Buben. Ich denke, das hätte hier jeder getan, obwohl in der nachträglichen Analyse auch klar wird, hier zu tauchen ist auch ein Siegzug für den Alleinspieler, das gar nicht rauszunehmen. Aber er nimmt raus und jetzt im Überschwang der Gefühle, könnte man sagen, lässt er sich verleiten zu einem nicht so präzisen Zug. Er zieht nämlich einfach noch ein weiteres Mal Trumpf von oben. Er hätte auf jeden Fall wieder die Kontrolle behalten, wenn er jetzt eine Trumpflusche spielt. Andererseits dieser Fehler, man sieht ihn sogar häufig bei Spielern mit 6 Trumpf und mit den beiden schwarzen Buben, dass sie von oben hin langen zweimal, und wenn jetzt schon im Aufschlag einem das Spiel gefühlt geschenkt wird, umso ja leichter erklärbar, dass er sich jetzt wenig Gedanken macht, einfach noch mal mit Trumpf nachgreift. Karo Bube von Walter, den König muss er natürlich nicht geben, Ass ist ja schon weg. Vom Partner kommt ein Abwurf und jetzt ist auch schon der letzte Moment, wo es der Alleinspieler noch retten könnte. Aber dazu bräuchte er jetzt die Laserbrille, müsste die Karte komplett durchschauen. Dann könnte er jetzt etwa das Pik Ass ziehen und die blanke 10 einkassieren und damit vor allen Dingen einen Einschub verhindern. Aber er spielt jetzt wie jeder andere Spieler oder wie ganz normal, ganz üblich. Er spielt jetzt einfach Trumpf raus und damit ist die Falle, die aufgebaut war, jetzt bereit zuzuschnappen. Kreuz König von Walter, Herz Ass Schmierung vom Partner. Wie erhofft, wie erwünscht, der Partner braucht natürlich volle, sonst geht es ja nicht. 15 Augen. Jetzt Abzug des Buben, denn wir wollen nicht nochmal eingespielt werden, um nicht nochmal selber hier in den roten Farben antreten zu müssen. Bedient vom Alleinspieler 27. So, und jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen schlauer als im Aufschlag und Walter muss jetzt hier eine Entscheidung treffen, wenn er dem Alleinspieler die 6 Trümpfe. Also 6 Trümpfe kennt er schon. Wenn er dem Alleinspieler jetzt noch den Klassiker, ein Drilling und eine Blanke zutraut, dann muss Walter sich eben jetzt entscheiden. Herz ist ja auch die Musik ein bisschen raus, wo Ass 10 gefallen sind. Und ja, letztlich, weil er selber ja auch mit 2 Karos in Karo gegen einen möglichen Drilling gar nicht so viel ausrichten kann, sicher korrekt, jetzt darauf zu bauen, dass in Karo die blanke Karte des Alleinspielers steht. Das kann jetzt hier der Partner auch schon leichter erkennen, dass das der richtige Weg ist und haut da tatsächlich die 10 rein. Das war auch so eine Geschichte, wo ich ein paar Rückmeldungen bekommen habe. Ja, Mensch, wieso klappt denn das nicht, wenn wir im ersten Stich das Karo Ass spielen? Na gut, am echten Tisch stellt es euch mal vor, Karo Ass im ersten Stich, da wird doch Mittelhand so gut wie nie die Karo 10 reinlegen. Und selbst wenn, dann ist da der Alleinspieler schon vorgewarnt. Wenn dann das Trumpf Ass im zweiten Stich kommt, dann nimmt er vielleicht auch raus, aber schiebt dann nochmal Trumpf von unten raus. Und weil er so ein bisschen gewarnt ist, ist dann vielleicht nicht ganz so in Sicherheit vom Gefühl und dann funktioniert das nicht. Also ich denke schon korrekt, dass jetzt erst das Karo Ass kommt, dann die Karo 10 rein vom Partner, der inzwischen auch schon deutlich mehr Informationen hat und Alleinspieler muss tatsächlich einmal bedienen. So, und jetzt kommt natürlich die messerscharfe Pik 10. Jetzt erfüllt sie ihren Zweck. Denn der Alleinspieler kann diese Pik 10 natürlich jetzt nicht mehr laufen lassen. Und natürlich ist die Hoffnung, dass jetzt unser Partner mit dem Pik König und einem weiteren mit der Pik Dame oder der Pik 9 die Karten hat, um danach 2 Pikstiche zu machen. So ist es auch. Der Alleinspieler nimmt also raus, sonst gibt er noch mehr Augen ab, muss jetzt selber mit Pik wieder antreten. Und es ist eben so entscheidend bei kurz vor 50 liegen, dass jetzt wirklich jedes Auge heimgeht. Also die Karo Dame war genauso wichtig wie auch der Herz König. Und da schnappt die Falle zu und der Plan hat funktioniert. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, Wahnsinn, könnte auch ganz anders sitzen, ist ja auch richtig. Die Frage ist, wie viele Konstellationen gibt es, gegen die überhaupt das Spiel irgendwie zu gewinnen ist und gegen wie viele Konstellationen gewinnt jetzt eins von den anderen Aufschlägen. Ich sag mal, eine ziemlich brillante Idee erstmal. Man kann sich damit logischerweise auch mal blamieren, wenn dann da die Trumpf 10 fällt oder
auch einfach so, wenn der Plan nicht hinhaut. Es gibt durchaus ein bisschen Risiken in dem Spiel, aber was ich besonders schön finde, dass Walter uns hier auch die Augen öffnet. Jede Karte ist erstmal erlaubt. Du hast 10 Karten, jede Karte kann erstmal zumindest potenziell ausgespielt werden. Es lohnt sich zumindest, über diese Ausspielkarten auch mal nachzudenken, auch über ungewöhnliche Ideen. Ja, und wie ich schon sagte, nichts ist ja schöner, wenn so ein Plan dann aufgeht und wenn ihr die Karte in der Gänze euch mal anschaut, zum Beispiel in der Rätsel-App, dann könnt ihr eben auch sehen, ich decke das hier nochmal auf, da sind noch zwei Trumpf, da ist noch eine Karo und eine Herzlusche und gedrückt waren zwei Bilder, dann könnt ihr sehen, dass das tatsächlich die vielversprechendste Spieleröffnung war, die Eröffnung, die den Spieler am leichtesten zu so einer kleinen Fehleinschätzung verführt. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Rätsel gefallen hat, wie euch diese Idee gefallen hat, ob ihr drauf gekommen wärt. Könnt auch gerne Walter nochmal fragen, ja, sag mal, wie oft spielst du denn eigentlich jetzt Trumpf Volles im ersten Stich aus? Ist das schon quasi ein Standardzug in deinem Repertoire? Ich würde mal sagen, ist doch eher sehr selten. Aber wenn es euch auch so begeistert hat wie mich, dann gebt jetzt auch mal den Daumen hoch für Walter für diese gute Idee. Und damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag. Bedanke mich herzlich bei allen meinen Unterstützern, besonders natürlich denen das auch noch ein wenig was wert ist, so wie meinen treuen Patreons. Und in diesem Fall außer der Reihe wurde ich reich bedacht von Thorsten Münch, von Jan-Christoph Müglich, von Pascal Hagen, Stefan Kramis, Thorsten Münch ein weiteres Mal beim SenseGuard, von Wolf Ulrich und von M.U. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, dass ihr meine Arbeit so wertschätzt. Dann erneut schönen Tag noch und ein gutes Blatt.